Hallo und herzlich willkommen bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute reisen wir mit der Firma Riva Rossi nach Österreich zu den ÖBB, zu den österreichischen Bundesbahnen und präsentieren euch heute diese interessante Elektrolokomotive. Ich habe auch heute wieder etwas gelernt, denn ich habe mich hier im Vorfeld schon mit der Geschichte dieser Lokomotive befasst und da habe auch ich wieder was gelernt. Sehr interessant, diese Lokomotive. Also, um die geht es heute. Der Fahrplan für unser heutiges Video folgendermaßen: Wir beginnen unseren Fahrplan mit den Informationen zum großen Vorbild. Dann geht es weiter mit dem Modell hier in 1:87. Wir haben wieder ein Soundmodell hier für euch. Das heißt, es geht wieder raus in die freie Wildbahn. Wir hören uns die Sounds der Lokomotive an. Wir schauen uns, wie sie fährt. Und zum Schluss gibt es natürlich dann das Schlusswort und die Artikelnummern für euch. Der Fahrplan steht. Legen wir pünktlich los wie die Eisenbahn. Ich wünsche viel Spaß beim heutigen Video. Starten wir unseren heutigen pünktlichen Fahrplan mit den Informationen zum großen Vorbild. Und hier reisen wir zurück in die Zeit nach 1956. Genau dahin müssen wir reisen, denn dort erblickte die erste Lokomotive dieser Reihe das Licht der Welt. Ursprünglich war es auch eine ganz andere Lokomotive, denn wir haben jetzt hier eine Lokomotive der Reihe 1046. Ursprünglich war es aber die Reihe 4061 und die 4 steht bei den ÖBB für Gepäcktriebwagen, also sprich ein Gepäckwagen war das hier ursprünglich. Und diese bewegende Geschichte, die möchte ich euch jetzt nahe bringen, denn die Reihe ÖBB 4061 war, wie ja gerade schon gesagt, ursprünglich eine vierachsige Elektrolokomotive der österreichischen Bundesbahn, die ab 1956 vom Werk Floretsdorf der SGP gebaut und ursprünglich als Gepäcktriebwagen tatsächlich in Dienst gestellt wurde. Ja, die Fahrzeuge dieser Reihe wurden dann im Laufe der Zeit markant verändert. Der Nutzen der Lokomotive wurde ebenfalls natürlich drastisch geändert und so erfolgte nach einigen Jahren die Zuordnung zu den Lokomotiven und die Umzeichnung der Reihe 1046. Insgesamt wurden 25 Exemplare dieser Reihe dann bis 1959 gebaut und in Dienst gestellt. Schnell merkte aber, dass das Konzept des Elektro-Gepäcktriebwagen nicht so ganz aufging und der Nutzen bzw. der Gebrauch dieses Gepäckabteils wirklich sehr, sehr gering war. Und so entschied man sich dann 1976, die Lokomotive in die Reihe 1046 umzuzeichnen. Und auch hier hatte man eine geniale Idee, denn aus der 4061 wurde die Reihe 1046. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass man im Prinzip einfach nur die Zahlen herumdrehen musste und schon hatte man diese Baureihen oder diese Baureihenumbenennung dann auch schon durchgezogen. Und so wurden dann halt auch an den Lokomotiven lediglich dann die Blechschilder ein wenig umdekoriert und schon hatte man die neue Reihe 1046. Durch den Wegfall des Gepäckabteils innerhalb der Lokomotive konnte man natürlich auch andere Motoren einbauen und somit hatte man dann nicht nur eine effizientere Lokomotive für den leichten Personenzugdienst, sondern man konnte natürlich dann auch die Höchstgeschwindigkeit hochsetzen auf 140 km/h. Sie war mehrsystemfähig und sie war auch doppeltraktionsfähig. Anfänglich im grünen Farbkleid mit silberner Zierleiste unterwegs, war ihr Aufgabengebiet der leichte Personenzugdienst. Als herausragende Leistungen sind hier die Führungen der Schnellzüge Venezia und Mozart zu erwähnen. Ebenso konnten sie vor dem TEE-Flügelzug Blauer Enzian zwischen Rosenheim und Zell am See bzw. Retour bis München beobachtet werden. Ähnlich wie bei der Deutschen Bundesbahn, so hat auch die österreichische Bundesbahn mit einigen verschiedenen Farbkleiden ihrer Lokomotiven herumexperimentiert. Und so war es dann in den 70er Jahren, dass einige Lokomotiven dann nach Blutorange bzw. einige Lokomotiven dann ein Resedat-grüne Ziellinien erhielten. Einzig die 1046009, also unsere Lokomotive, die wir hier haben, erhielt eine Farbgebung nach dem sogenannten Walusek-Design. Und das ist auch zur damaligen Zeit schon etwas sehr Besonderes gewesen. Die Jahre vergingen und 1987 bekamen dann 13 Lokomotiven eine Kompletterneuerung. Jene Maschinen waren anschließend durch den neuen Lokkasten mit doppelt geknickter Stirnfront leicht von ihren Altbau-Schwesterlokomotiven zu unterscheiden. Während die ersten drei Umbau 1046er noch Scherenstromabnehmer besaßen, erhielten alle weiteren moderneren Lokomotiven Einholmstromabnehmer. Später wurden auch die anderen Lokomotiven mit Scherenstromabnehmern dann umgebaut auf Einholmstromabnehmer.
Ja, und 2003 war es dann leider soweit. Dort endete der reguläre Einsatz der Reihe 1046 bei der ÖBB. Für die Nachwelt sind aber dann doch noch tatsächlich Lokomotiven erhalten geblieben, denn die 1046-001 wurde an die Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte abgegeben und ist tatsächlich auch noch betriebsfähig. Auch eine sehr interessante Geschichte hat diese Lokomotive, die ich auch gar nicht so mitbekommen hatte, denn hier bei mir, fast um die Ecke in München-Gladbach, sitzt die Zentralbahn. Und da ich Lokführer bin, bin ich auch öfters dann auch in München-Gladbach gewesen. Bin auch tatsächlich öfters an genau so einer Lokomotive vorbeigefahren. Denn die an die Zentralbahn nach Deutschland abgegebenen 1046er Maschinen 022 und 024, ja, die sind auch tatsächlich heute noch teilweise im Einsatz. Sie sind zwar reparaturbedürftig, aber ich kann sie des Öfteren mal auf den Gleisen der Zentralbahn sehen, wenn ich dort vorbeifahre, und es ist wirklich sehr interessant, diese Lok mit so einer bewegenden Geschichte dort stehen zu sehen. Insbesondere, da ich auch selber nicht wusste, dass das früher tatsächlich mal ein Elektrogepäcktriebwagen war. Nicht schlecht. Ja, Freunde, und somit endet unser Fahrplan bei den Informationen zum großen Vorbild. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Angekommen hier nun beim Modell in 1:87, schauen wir uns wie immer an, wie kommt das Modell zu uns. Wir haben hier die ganz normale, standardmäßige Verpackung von Riva Rossi, hier vorne schon mit Sichtfenster, innen drin ein Kunststoff-Inlay, worin die Lok sicher drin verpackt ist. Wir haben ein wenig Lesematerial mit dabei, wir haben hier eine Lokomotive ab Werk mit Sound, dementsprechend haben wir ein komplettes Blättchen für den Sound, wo wir alle Sounds nochmal drauf aufgeführt, dann auch ablesen können. Dann haben wir eine kleine Informationen zur Gebrauchsanweisung, wo das Gerät geölt werden muss, geschmiert werden muss und so weiter und so weiter. Und dann auch natürlich zu guter Letzt ganz wichtig, das Ersatzteilblatt, wo wir dann auch nochmal alles drin nachlesen können, welche Teile wir wo und wie bestellen können. Auch wird hier auch nochmal drin erklärt, wie wir das Gehäuse abnehmen können und so weiter. Auch wird hier erklärt, das finde ich sehr, sehr schön, wie wir die Front zurüsten. Zurüstteile gibt es eigentlich hier keine. Das Einzige, was dabei ist, sind die geschlossenen Fronten für die Lok. Und ihr wisst es, ich bin ein Liebhaber von solchen Dingen. Ich erkläre euch das mal. Wir haben hier standardmäßig beide Seiten mit Bügelkupplung ausgestattet und einem geöffneten Schneepflug, so dass wir natürlich hier über die Kupplung unsere Wagen anhängen können. Eine Seite, logischerweise, fährt immer voraus. So mache ich es auf meiner Anlage. Da rüste ich die Lok komplett zu. Und Riva Rossi hat hier etwas wirklich richtig Cooles gemacht, denn die Zurüstteile bestehen einfach aus völlig fix und fertigen geschlossenen Schneepflügen, mehrfarbig sogar. Also man hat ja auch rote Sachen, die wurden angemalt, man hat die Kupplung schon eingehangen, man hat die Bremsschläuche eingehangen. Also das heißt, man muss einfach nur noch die Kupplung rausziehen, den geöffneten Schneepflug rausziehen, den geschlossenen reinstecken und schon ist man fertig mit Schönschreiben. Und das finde ich eine mega coole Sache. Auch das Mehrfarbige, das gefällt mir wirklich sehr, sehr schön, weil das, finde ich, sind so kleine Details, die es wirklich ausmachen, ein Modell wirklich, sage ich jetzt mal, qualitativ nach oben zu heben, ist meine Meinung. Ja, und das Modell, wie gesagt, das ist mit dabei. Das Modell selbst ist natürlich
ebenfalls schön gelungen. Die Dachaufbauten filigran gehalten, viel mehr als der Stromabnehmer links und rechts. Und hier in der Mitte dann natürlich die Stromleitungen und der Hauptschalter haben wir an dieser Lokomotive nicht. Was ich persönlich sehr cool finde, sieht man das hier auf dieser Seite? Ja, ist diese große Tür hier an der Seite. Hier auf der anderen Seite kann man das auch sehr gut sehen. Da wurden dann natürlich die ganzen Gepäckgüter verladen. Und das ist schon etwas sehr Besonderes, eine Elektromotive an der Seite mit so einer großen Tür zu sehen. Wirklich richtig, richtig schön. Man hat hier auch dann auch nochmal die Möglichkeit, in den Maschinenraum zu schauen mit den drei Fenstern hier vorne. Der komplette Motoraufbau ist dann hier im nicht sichtbaren Bereich gelagert. Auch eine sehr schöne Sache. Die Führerstände sind ebenfalls mit viel Liebe und sehr filigran gehalten. Also man, wenn man reinschaut, kann man wirklich sehr viel sehr gut erkennen. Das Einzige, was halt nicht mit drin ist, ist ein Lokführer, aber der lässt sich auch relativ schnell hier ergänzen. Und auch wenn man die restliche Lok sich anschaut, die Aufdrücke sind trennscharf, klar zu erkennen. Und auch die Handläufe, die ganzen Griffstangen, alles ist schon montiert. Hier muss man also im Prinzip nichts mehr machen. Man kann die Lok aus der Verpackung nehmen und auf die Anlage stellen. Und was ich auch sehr schön finde, die Griffstangen auch hier an den Türen, sie wirken sehr stabil. Also auch wenn man da mal mit den Finger drauf pappt, sie bleiben ganz, sie gehen nicht kaputt, sie brechen nicht, sie verrutschen nicht, also da wirklich eine sehr gute Qualität. Die Stromabnehmer lassen sich leicht ausfahren und auch leicht wieder einfahren, also da haben wir auch keine Probleme mit. Und hier auch vorne, das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für mich, der aus Deutschland kommt, der im Prinzip ein gewisses Bild immer von einer Lokomotive hat, ist, dass wir halt hier dieses drei Lichtspitzenlicht haben und das Schlusslicht ist hier unten nur eine kleine rote Lampe. Das finde ich wirklich sehr lustig bei der Lokomotive, aber es ist die ÖBB, da ticken die Uhren ein wenig anders, aber auch das hat die Firma Riva Rossi ja wirklich sehr schön umgesetzt. Mit einer Taste kann man den Schluss dann separat ein- und ausschalten, das heißt mit der regulären Taste Spitzenlicht ein-aus, wo man sonst normalerweise auch das rote Schlusslicht auf der anderen Seite schaltet, ist hier jetzt nicht. Das heißt, man schaltet lediglich immer nur fahrtrichtungsabhängig das weiße Licht ein und das rote Licht schaltet man dann mit einer anderen Funktionstaste separat dazu. Kommen wir nun zum Schluss bei Modellen 1 zu 87 noch zu den technischen Details unserer Lokomotive. Wir haben hier einen Hochleistungsmotor mit Schwungmasse verbaut. Wir haben eine NEM 362er Kupplungsaufnahme bereits mit Bügelkupplungen hier verbaut. Wir haben den Führerstand liebevoll detailliert ausgestattet, lediglich ein Lokführer fehlt und die Betriebsnummer 1046009-5 haben wir hier in dem eben besagten besonderen Farbkleid. Länge über Puffer haben wir 186 mm, wir haben alle vier Achsen angetrieben, diagonal versetzt auf der ersten und vierten Achse sind jeweils dann die Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft. Ab Werk ausgestattet hier mit Digitaldecoder und Sound. Der Lautsprecher ist hier unten mittig eingebaut und der Sound kommt wirklich sehr schön kraftvoll und nicht kratzend aus der Lokomotive. Durchlebt hat die Lokomotive zwei Epochen, nämlich die Epoche 4 von 1965 bis 1990 und dann anschließend von 1990 bis 2006 die Epoche 5. Kleinster befahrbarer Radius bei zum Beispiel Rocco ist der R2. Und damit endet unsere Reise hier auch beim Modell 1 zu 87. Wir machen weiter im Video.
Am Ende unseres heutigen Videos angekommen, folgt nun zuerst das Schlusswort von mir. Und ihr kennt mich, ich sage tatsächlich immer die Wahrheit, und wenn mir was nicht gefällt oder ich nicht mit etwas nicht ganz so zufrieden bin, dann sage ich das auch. Und heute kann ich auch nur wieder sagen, mir hat das Modell sehr viel Spaß gemacht. Es hat eine sehr schöne Fahreigenschaft. Es kann sehr schön sanft beschleunigen, sanft abbremsen. Mit dem Rangiergang ist man relativ auch schnell dann unterwegs beim Rangieren. Die Stromabnehmer sind sehr schön filigran, halten auch. Ich mag es nicht, wenn man dann zum Beispiel dann erstmal eine halbe Stunde fummeln muss, um den hochzukriegen, und dann wieder eine halbe Stunde fummeln muss, um den halt auch unten wieder zu fixieren. Das klappt hier alles wunderbar. Das Licht in LED-Technik im Übrigen hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also da hat nichts irgendwo durchgeschienen. Das Licht war auch schön kraftvoll. Das Schlusslicht, wie gesagt, für mich als Deutscher, der deutsche Lokomotiven immer mit zwei Schlusslichtern gewohnt ist. Ja, ich habe mich hier ein bisschen schwer getan, wo da halt nur ein rotes Schlusslicht ist. Aber wie gesagt, auch das steht der Lokomotive, und mit der passenden Zuggarnitur dahinter ist es wirklich ein sehr, sehr schönes und gelungenes Modell. Vor allem, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, Freunde, und wenn ihr dieses schöne Modell nun auch auf eure Anlage fahren lassen wollt, dann ist das kein Problem. Hier kommen die Artikelnummern. Unsere heutige vorgestellte Lokomotive gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten, nämlich einmal in DC Analog. Hier ist es die Artikelnummer HR2854. Und das Modell, was wir euch heute hier vorgestellt haben, sprich ab Werk mit Digitaldecoder und Sound, ist die Artikelnummer HR2854S. Wenn ihr diese Lokomotive haben wollt, kein Problem, geht einfach auf unsere Homepage www.modellbahnunion.com, oben in die Suchzeile dann eure gewünschte Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Solltet ihr noch Fragen zu diesem Modell haben, entweder unter diesem Video die Kommentarfunktion nutzen, jetzt ist es richtig, oder uns eine E-Mail schicken an info@modellbahnunion.com, und in beiden Fällen werden wir uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Ich habe jetzt noch ein bisschen Spaß mit der Lokomotive, ich werde jetzt noch ein paar Runden mit ihr drehen, und wir sehen uns hoffentlich dann in alter Frische dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, stets HP1 und tschüss.